Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar aus der Challenge zusammen mit dem lieben LS-Profi. Jo, moin! Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Grasfelder gekauft und abmähen lassen. Und der Kollege von mir, vom LU-Unternehmen, ist auf der Angrasfläche gerade unterwegs, da wo wir ihn gerade sehen. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Feld zu kalken. Und was der liebe LS-Profi macht, das schaut's gern bei ihm vorbei. Das ist nicht sein passt. Und ja, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was er so vorhat, der Kollege. Alter, wenn ich schon sehe, was die jetzt kalken, ey, dann hätte ich auch selber kalken können, ganz ehrlich, Alter. Ey, wenn ihr jetzt zuerst bei... Das ist nicht dein Ernst, ich bring die. Ja, ich weiß nicht, was der Herr Kollege sich wieder aufregt, weil er verliert. Nichts! Weil die dann, ich wollte schon sagen, ey, wenn die deine Arbeit vor meiner Arbeit sehen, dann bin ich hier mal anders. Ja, ja. Aber so müssen zum Projekt dazugehören, ja. Ich weiß. Ach ja, wenn der Herr Kollege sich wieder aufregt, weil er zu langsam ist. Ich zähle, weil ich alles selber mache und du nicht. Na, was tue ich denn? Alles von mir umfahren. Na, mach ich nicht, ich bin jetzt gleich beim Kolken. Ja. Effizientes Arbeiten muss ich auch selber machen hier. Warum kann ich meinen Kolkstreuer nicht, meinen Düngerstreuer nicht entladen? Du musst, der Boden da, der auf deinem Hof ist, da kannst du nichts abladen. Du musst bei deiner Kuhweide da drüben abladen. Oh, wow. Ist komisch. Verstehe ich auch nicht. Hä? Ja. Egal. Machen wir dann eben bei der Kuhweide, so wie der Herr Profi gesagt hat. Ja, Junge. Ich hab nicht umsonst den Namen. Mhm. Mann, was ist denn da jetzt wieder los? Aber naja, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau. Sagt man so schön. Und der Leise ist, der gewinnt meistens. Ah. Und ich weiß nicht, wo ich abladen soll, es funktioniert einfach nicht. Ja, dann ist mir leid für die Hand, einfach Pech gehabt. Aha, jetzt wird er frech auch noch. Nix hier. Vorteile ausgespielt. Hä? Ich kann auch von irgendwo abladen, wollt's mir jetzt. Hallo. Hallo. Ach, jetzt wird er wieder frech. Das hat das mit frech zu tun hier. Einfach ein bisschen Freude im Gesicht. Das wird sich aber gleich ändern, Herr Kollege. Naja. Der ist ganz schön übermütig hier. Und das Verdichten hier ist auch ganz schön scheiße. Ich kaufe mir, glaube ich, Mann. Was ist denn da jetzt wieder los, Ibas? 1000, Junge, sehe ich aus wie Millionär oder was? So. Was ist denn da los? So, wegen dir die falsche Taste noch gedruckt. Wegen mir vor allem. Ja, weil du mich ablenkst. Ja, geil, sonst eine geile Ausrede, Verrat. Mann, ihr raus gleich aus. Ich auch. Ich kann einfach. Weg. Ja? Ja, alles gut. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Wie viel hatten der jetzt? 190. Dann lohnen sich die schon viel, viel mehr. Ja, tut mir leid, werde ich dann später wegrammen. Schreibt auf einmal nichts bei Ihnen unter die Kommentare. Hat keiner was gesehen. Na, die Scheiße jetzt bei mir abgeladen, oder was?
Alter, wenn du das wirklich gemacht hast, dann sag ich dir, ey. Dann ist ja was ist los. Nicht aufpimpen oder was? Oh Mann, wer macht die Gülleschächte immer da auf die Mitten auf? Ey, oh, da ist ja nicht. Immer diese Leute, ich weiß nicht. Komm, einmal mit Profis arbeiten. Das tue ich schon seit Jahren. Der Profi mit IE. Lohnt sich einfach nicht, hier sich einen anderen zu holen. Innenansicht wird sie natürlich gewünscht, aber das geht jetzt an da auf. Muss ich schauen, es geht nicht immer so schnell, ich kenne mich noch nicht so gut in der Map aus, deswegen muss ich immer öfters auf die Map schauen, besser gesagt auf die PDA. Und ja, natürlich spionieren ist vergessen beim Herrn Kollegen. Und ja, und immer mehr fleißig Informationen und Vorschläge in die Kommentare schreiben, damit wir gewinnen. Damit wir endlich den Herrn Kollegen als Angestellter bei mir einstellen können und nicht als Gegner. Ja. Geil, ey. Und jo, so geht's eben dahin. Was? 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 Ich würde euch gerne mal einladen, zu uns zu kommen, an dem Hof. Okay. Ich fahre noch schnell mit dem. Wo seid ihr? Ich bin an unserem LO-Hof. Wo ist denn der? Muss ich schauen auf der Karte. Ich bin jetzt einfach da. Anfang war. Ah, da oben. Ah, ich muss jetzt zum Händler. Ich bin gleich bei Ihnen. Jo. Jo, moin. Ah, bin schon gespannt, was die Herren Kollegen da oben vorhaben. Jo. Und jo, ja, was es so als Belohnung gibt, wahrscheinlich wieder eine Challenge gegen den Herrn Kollegen. Ach, glaube ich nicht hier. Die wollen mir einfach nur zum Sieg gratulieren hier. Ah. Vor dem Vorhinein. Ich glaube auch. So. Aber kommst du mal ran hier? Ich bin schon lange hier oben. Der Herr Kollege kommt nicht so schnell. Ach du, mit wem spiel ich denn hier? Spaß. Der Herr Kollege muss sich erst an die engen Straßen da gewöhnen. Mit so einem fetten Johnny. Levin, ach du Scheiße, das kann auch nur er, ey. Ach du. Ja, die engen Straßen sind vielleicht wirklich nicht so gut. Nö. Wo ist denn da der? Oh. Hier vorne ist es, Elo. Ah ja. Einmal mit Profis. Ich lass den Herrn Kollegen da mal stehen. So, da kommt er ja, der Herr Felix. Oh, er nimmt mich halt einmal komplett mit. So, gehen wir mal schnell zum Herrn Profi mit IE. Ah, da ist er ja. So, da bin ich. Ich hoffe, es gibt was Schönes, Spezielles. Oh, bitte. Was ist los? Da. Bock, verlieren. Komm mal mit. Was ist denn? Warum hast du denn jetzt? Willst du mir zum Sieg gratulieren oder was? Nö, nö. Nein, kommt jetzt einfach mal mit. Wohin denn? Warum seid ihr denn hier? Ich sieg schon was. Was? Junge. Jetzt wird der Herr Kollege fertig gemacht. Oh. Eure heutige Challenge lautet, wer als erstes Team Mitte? Oder wenn ihr fahrt beide eure Strecken, das ist egal, ob ihr noch was stehen lässt oder nicht, aber es muss so groß wie möglich. Der größtenteils ist gepflügt sein. Ja, genau. Wir wollten das herausfinden, wer am meisten gepflügt hat. Der als erstes in der Mitte ankommt oder sobald er euch trefft. Ach so. Aber. Na gut. Ja. Jo. Von der einzelnen Pflicht. Ihr könnt euch aussuchen, welchen Traktor nehmt, sind beide die gleichen haben, beide die gleichen Motorleistung haben, beide das gleiche Gewicht haben, beide den gleichen Flug. Oh Junge, kleineres Gewicht gab's auch nicht, hä? Ey, ich kann noch nicht einsteigen, ich brauch noch den Schlüssel. Oh Mann, hab ich wieder zugeschlossen. Kannst du den Schlüssel nicht? Hat er schnell wieder weggerammt. Danke, jetzt habe ich den Schlüssel. Jo. Dürfen wir schon anmachen? Ja klar.
Oh, geiler Sound. Was willst du sehen, Alter, die Tierflügel. Da so. Muss ich aber noch ein bisschen zurück, wir wollen ja Fairness sein hier. Dann sage ich, wenn ihr sagt, wenn ihr fertig seid. Ja. Ich bin bereit. Bist du noch? Geht. Dann sage ich 3, 2, 1, go. Ja, da hat er. Geiler Start. Geiler Start. So. Ja, ja, da habt ihr mal wieder eine geile Sache rausgekriegt. Ja, ja, da mit der Challenge. Ach, warum hat der. Hä? Der hat Launch Control stark gemacht, das war nicht unfair. Gar nichts hier. Alles mit Fairness angegangen. Mhm. Werden wir gleich mal in die Zeitraffer reinschauen. Ja, ja. Ich glaube, was hier auch sehr, sehr wichtig ist, ist, so schnell wie möglich zu wenden. Flug. Ich glaube, das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. So, ansonsten, liebe Selu, wie seid ihr denn so angekommen hier? Oder wie fühlt ihr euch denn? Bis jetzt so. Das ist doch schön. Das also, wir kriegen von Christoph kriegen wir noch 200 Euro und von von Justin, also von LS Profi, kriegen wir noch 300 Euro. Okay, passt. Ich weiß ich, sobald ich mit der Challenge da fertig bin und den Gegner zerstört habe. Ja. Ja. Emotionen von ihnen, Alter. Mhm. So wild. Ich wusste gar nicht, dass wir so schöne Querneland-Flüge getroffen. Flug, meine ich natürlich. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Challenge draufgekommen? Weil das Feld gepflügt werden muss. Ja, moin. Wow, er schneidet mal einfach im Weg. Ja. Komm schnell! Ach, jetzt hab ich falsch getan. Ja! Junge, ja. Die flügsten halt, du sollst geradeaus flügen. Sauber, ja. Also, hier. Chris, also. Ich habe jetzt deine Wiese da gemäht und direkt da reingebracht. Jo. Im Silo. Mhm. Ja, Rechnung macht der Kevin, der fertig bleibt. Jo. Also 200 Euro muss ich schon einmal überweisen und die Rechnung für das Gras macht sie da fertig. Wie kann der eigentlich vor mir sein? Das ist halt der Profi, der ohne IE geschrieben wird. Das gibt nicht, Alter. Siehst? Hab ich gesagt, ich werde fertig machen. Drin, oder? Nein, sind beide gleich. Was hast du denn für einen? Kannst du mal sagen, was du für einen hast? Ich sag's euch mal. 51,50 habe ich hier. Was hast du für einen? 51,50. Okay. Sind alles die gleichen. Wir haben alles gleich. Jo, aber wie die Challenge ausgeht, das sehen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Ja, aber jetzt werden wir die Bahn noch fertig machen. Damit der Herr Kollege da daneben auch Ruhe hat. Das gibt's doch nicht, Alter. Weg da mit einem Schalzkahn. Gibt's doch nicht, Alter! Dann würde ich sagen, war's das einmal mit der Folge, wie die Challenge endet und weitergeht. Das sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Schreibt einen netten Kommentar, lasst eine Bewertung da und schaut beim lieben LS-Profi vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.